Na, hallo. Komm her, Erik, hopp! Oh, nee. Und die Fahrrad, Vivian. Klasse! Annelie, ganz toll! Ran! Klasse! Jonas, schön! Schön, Jakob, gut, prima. Hat das bei der Annelie hier? Ja. Ja? Ja. Das ist voll auch so. Du musst jetzt mal hier bleiben, also jetzt geht's nicht in den Wechsel zu mir. Ja, dann geh aber außen, außen rum. Jakob, komm jetzt! Jakob, prima! Oh, ich hab's.
So, ein ganz dicken Applaus nochmal hier für den Zweitplatzierten in der Sonderwertung Wettkampfklasse 4, dem Kindertriathlon. Ah, so klingt das doch schon gut, ne? Die Erstplatzierten, das Sportgymnasium Klingenthal. Ja, vielen Dank an euch fürs Mitmachen. Lucy, jetzt nutze ich gleich mal die Chance, wenn nur einer auf der Bühne steht, hier mal mit dem Mikro ein bisschen näher zu kommen. Ich hoffe, du erschrickst jetzt nicht. Aber zuallererst natürlich die Urkunde und die Medaille vom Ronny Enke. So, jetzt bin ich auch dran. Herzlichen Glückwunsch. Hier sehen wir sie alle drei nochmal zusammen. Die Besten in der Wertungsklasse weiblich Schüler A in der Altersklasse 12, 13 Jahre beim Kindertriathlon. 100 Meter Schwimmen, 2,5 Kilometer Radfahren, 400 Meter Laufen. Ja, jetzt nochmal ganz kurz hier an die Bühnenkante. Jetzt gibt es nochmal ein tolles Foto. Sportgymnasium Klingenthal, ganz, ganz stark vertreten heute. Und männlich Schüler B, Altersklasse 10 bzw. 11 Jahre. Und da haben wir leider auch nur einen Starter gehabt. Und zwar den Raphael Vorner. Auch herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Ich habe die Lucy vor uns schon gefragt, ob sie vorneweg schon mal Triathlon gemacht hat. Wie sieht es denn bei dir aus? Nein. Auch nicht? Vorneweg irgendwie einen anderen Sport von den drei Sportarten gemacht? Geschwommen, gelaufen, Rad gefahren? Gelaufen. Gelaufen. Wird das auch ähnlich aussehen? Kindertriathlon, männlich, Schüler A, das heißt Altersklasse 12 bzw. 13 Jahre. Okay, dann freuen wir uns auf dich im nächsten Jahr hier zum 6. Kurbach-Triathlon. Jetzt gibt es noch ein Foto. Nee, alles schon erledigt. Alles klar. Aber einen dicken Applaus gibt es nochmal hier für die drei.